Ein Hallöchen und recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Satisfactory. Genau, ihr Lieben. So, wir, also ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft, hier den Kram fertig zu machen. Deswegen verzeiht mir das Ganze bitte. Und wir machen das jetzt halt onscreen fertig, aber eine Sache vorweg, wir werden... Das wird natürlich jetzt, wie gesagt, noch eine Zeit lang dauern, bis das Ganze hier alles fertig ist. Deswegen werden wir das so machen, dass wir uns jetzt gleich auf den Weg zum Schwefel machen werden. Ja, genau, denn wir brauchen ja auch zwangsläufig ein bisschen Schwefel am Start. So, jetzt mal kurz das richtige Ding finden. 7. Zack, 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 zack. So rum. Dann brauchen wir den hier. Dann den hier. Den hier. Den hier weg. Ja, warte mal. 7. Ach, ernsthaft jetzt. Na komm. So. Ja, können wir das schon mal hier so fertig machen, würde ich sagen. Haben wir das schon mal erledigt. Na, und dann sieht man jetzt ja auch zwischendurch, wenn mal eins fertig ist, dann ist eins fertig. Und dann kann man halt wieder eins bauen, ne? So. Genau. Das sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Und dann können wir aber trotzdem hier schon mal die Sachen soweit trotzdem schon mal vorbereiten. Das macht es dann nämlich ein bisschen einfacher tatsächlich. Fundamente, dann machen wir das Fundament rein. So. Also das ist so ein Punkt, das müssen wir verwenden, bis immer so weiterbauen. Dann müssen wir das im Vorfeld fertig machen. Sonst wird das nichts. Genau, sonst wird das nämlich nichts. Na komm, so. Gut, dann müssen wir dasselbe jetzt hier machen. Dann machen wir das jetzt erstmal als erstes eben alles hier fertig. Guck mal, jetzt haben wir ja schon wieder 60 Stück. Die Hälfte haben wir doch schon wieder. Geht doch ratzifatzi hier. Ich weiß gar nicht, was brauche ich dafür? Insgesamt 120, ja, guck. Den hier. Dann brauchen wir den hier. Dann haben wir das zumindest auch schon mal alles fertig. So, den drehen wir dahin. So, und du gehst raus. Du gehst raus. Du gehst raus. Du gehst raus. Du gehst rein. Dann gehst du rein. Dann gehst du rein. Dann kommst du wieder. Und last but not least geht er auch wieder rein. Zack, zack. So. Problem 1 gelöst. Aber zwei Stück müssen wir noch fertig machen.
So. Schritt 1 dahin. Du gehst dahin. Du gehst dahin. So, jetzt brauchen wir noch einen. Dann haben wir das auch fertig. So, warte kurz. Also, wir müssen den nochmal wegmachen tatsächlich. Also das, wie gesagt, mit dem Fundament, das müssen wir wirklich im Vorfeld machen. Sonst ist das mehr Arbeit als Zeitersparnis tatsächlich. War klar, dass ich den hier vorne noch dran habe. So, machen wir den jetzt noch dran. So, okay, dann können wir jetzt hier auch wieder die Dinger dran setzen. So. Also hier würde ich jetzt, was hätte ich glaube ich überall unten Fenster reinsetzen. Genau, bis auf hier. So, jetzt haben wir 116. So, hier werden auch Fenster reingehen. Genau, das sieht doch eigentlich richtig. Ich finde, das sieht richtig geil aus. Ich mag das, ich finde das cool. So, 119, wir können jetzt den nächsten setzen. Also 120. Zack. Na, jetzt nicht mittig. So, das passt aber. Und der muss ein darüber, ne? So, und ziehen wir den jetzt einmal hier raus. Den machen wir da rein. Den machen wir da rein. Den machen wir da rein. Das sieht gut aus. So, vier Stück noch. So, jetzt gehen wir aber mal nach oben. Weil jetzt kommt nämlich der schwierigste Part. Das ist nämlich, dass wir dann jetzt schon mal, auch wenn man das ja, meine Leiter hier weggemacht. Ich hatte doch irgendwo hier eine Leiter gebaut. Wo ist denn die hin? Habe ich die abgerissen? Muss ich echt nochmal nachgucken. Ich weiß nicht, ob ich die abgerissen habe oder nicht. Aber egal. Gehen wir jetzt erstmal hier hoch. Also, pass auf. Das ist ja hier sowieso erstmal, das kommt ja später alles noch. Aber von hier soll ja dann quasi der Schwefel dann kommen. Eigentlich mit dem MK3-Bahn, ne? Logischerweise. Also so, das gefällt mir jetzt tatsächlich so am besten. Deswegen würde ich das glaube ich auch erstmal so lassen, ne? Warte mal, später kommt ja sowieso. Warte mal, Logistik. Können wir den auf die 7 mal packen, danke sehr. Nein!
Genau, das wird ja sowieso dann eh so aufgebaut, ne? Genau, das wird hier der Schwefel verteilt, alles super. Und dann gehen wir jetzt mal hier raus. Und machen den jetzt erstmal hier. Und jetzt bauen wir erstmal nur eine Brücke hier rüber. Ja, unsere Katze spinnen wir noch rum, die macht wieder irgendeinen Scheiß hier. So, was erstmal das Wichtige ist, scheiße. Ich komme aber hier in einem durch, ne? Oder muss ich irgendwie irgendwo mal höher? Halt die Klappe hier. Ne, muss ich nicht tatsächlich. Cool, aber ich würde mal gucken, hier hätte ich vielleicht eine Idee. Das passt, das passt. Das passt. Das passt. Ach komm schon. Halt doch mal die Klappe hier. So, jetzt würde ich aber auch hier... glaube ich, das ein bisschen anders machen. Hier würde ich jetzt tatsächlich vertikal runterbauen. Zumindest bis dahin. Oder bis zum Anfang des Wassers, glaube ich. Genau. So. Genau, das würde ich so lassen. Okay. Na, geht er hoch jetzt. So. Wie weit wir hier kommen. Ja, bis hierhin maximal, ne? Ach, ernsthaft jetzt, Kollege. Na, jetzt hast du nicht mehr so eine gute Fresse, wenn du nicht hier hochkommst, ne? Du Lappen. Die Frage, kriegen wir das Ding hier weg? Na, ich glaube, den kriege ich jetzt nicht hier weg, ne? Gucken wir, ob wir den wegsprengen können. Okay, das geht. Perfekt. So, ich würde jetzt ganz gerne erstmal dann oben einmal hochgehen. Damit ich weiß, wo der Schwefel da oben genau sitzt, dass wir da schon mal die Plattform bauen. Weil technisch gesehen bin ich ja hier am Dingens dran, ne? So. Hallo Jungs. So, tut mir furchtbar leid, aber... Okay, so, passt auf. Euch nehmen wir erstmal weg. Und dich machen wir erstmal gut. Ah, okay.
So, die Frage, 4 Meter wird nicht funktionieren, ne? Das ist zu hoch. Forget it, also machen wir 2 Meter. So, passt auf. Der wird jetzt erstmal hier schön zugebaut. Alles easy, alles going. Produktion. MK2 Miner habe ich jetzt noch nicht. Was aber nicht schlimm ist. Miner MK1, der wird da hingesetzt. Zack. Ah, ist das vielleicht doch zu hoch? Was werden wir jetzt gleich feststellen, wenn das Förderband nach oben geht? Jo. Das ist echt zu hoch? Und so. Okay, cool. Gehen wir wieder 2 Meter runter. Ach, wo ist es denn da? Was jetzt erstmal das größte Problem ist. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier vielleicht erstmal hinkomme. Zack. Ich finde diesen Baumodus total geil. Ich feier den ehrlich. So, dann gehen wir jetzt hier 2 Meter nach oben. So, pass auf, dann baue ich jetzt von oben noch ein bisschen wieder was weg. Genau, weil das hier brauchen wir dann nicht mehr. Genau, dann ziehen wir das nämlich hier nämlich runter, ne? Dann machen wir das jetzt hier. Zack, zack. Zack. Das von mir müssen aber hier, das heißt, wir haben da die 2 Meter mehr, ne? Aber das ist ja erstmal nicht schlimm. Machen wir das in einem Tunnel? Ja, ich würde sagen, wir legen einen Tunnel, würde ich sagen. Genau, aber das sieht gut aus. Das legen wir hier rüber. Und dann müsste das hier vorne an sich eigentlich auch ganz gut passen direkt. Ne? Also relativ mittig hier drauf. Ja, auf jeden Fall. Das wird gut. So, dann können wir aber auch hier, warte mal. Den Scheiß hier eigentlich können wir komplett abreißen. Das brauchen wir ja gar nicht. Das können wir dann auch wegmachen. Dann lass uns mal eben das hier wegmachen. Aber die Frage ist, wie machen wir das hier?
So, jetzt haben wir das hier erstmal weg hier. Das kommt auch noch weg. Sollen wir jetzt sagen, pass auf, ich lass uns mal das hier auch nochmal wegmachen. Und weg mit dem ganzen Scheiß hier. Genau, lass uns hier, pass auf, lass uns hier ruhig dann nochmal tiefer gehen. Ja. Wartet mal kurz, das... zu blöd zum Bauen gerade. Das hier. Das hier. So. Das heißt, bis hierhin müssen wir auf jeden Fall, ne? Genau. So. Und jetzt geht es aber erstmal darum... erstmal hinzukriegen, weil da sind mich jetzt die Fehler mit den 2 Metern dran. Das ist nämlich das Problem. Das müssen wir jetzt erstmal irgendwie in den Griff kriegen. Genau, das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier. Es gibt jetzt ein bisschen Gefummel. Ich orientiere mich jetzt einfach hier dran. Komm schon. So, bauen jetzt hier auf jeden Fall erstmal runter. Dann bin ich hier unten auf jeden Fall auch auf der richtigen Höhe. Dann passt das nämlich auch. So, und jetzt machen wir hier wieder weg. Und jetzt machen wir das Ganze einmal nochmal rückwärts. Auch wenn es gerade ein bisschen aufwendiger ist. Aber das gucken wir mal, wie wir das dann veranstalten. So. Vertikal. Bis dahin. Genau. Hätte ich vielleicht noch am Anfang an so machen sollen. Zack, zack, zack. Zack. Okay, jetzt haben wir, gehen wir erstmal Beton holen. Und des Weiteren, was ich sehe. War mein Quarzkristalllager voll. Genau. So, wie ist es dann später mit der Brücke? Ah, da müssen wir uns mal was überlegen. Das muss auf jeden Fall richtig, das muss richtig schmucke aussehen. So, ich würde jetzt vorschlagen, wir setzen jetzt einmal direkt die nächste Rutsche. Kopieren wir den direkt. Zack. Ah, jetzt habe ich keinen Beton. Haha. Das war's damit setzen. Ach, ich mag das. Ich finde diese Aussicht einfach genial. Das ist richtig schick. Ich find's cool. Ja, ich weiß, liebe Leute, dass wir momentan nicht so vorwärts kommen, wie wir vorwärts kommen könnten, ne, weil man sich so andere YouTuber anguckt, die sind natürlich jetzt bei den Anzahl Folgen und Spielstunden und so weiter natürlich wesentlich weiter, aber wie gesagt, ey, ihr kennt mich. Ihr wisst, dass ich hier in aller Ruhe ganz gechillt, entspannt baue und deswegen, ich baue jetzt, wie gesagt, die Kohlegeschichte wird jetzt erst komplett aufgebaut. Ne, die wird jetzt nicht direkt hundertprozentig laufen, das ist irgendwo ganz klar.
Aber zumindest so, dass wir gut Puffer malen. Warum kommt denn da so wenig raus? Achso. Volle Förderbänder sind gute Förderbänder. Aber momentan ist alles so ganz entspannt. Ich weiß gar nicht, wie viel Eisenbienen habe ich jetzt hier gerade mal? Zwei, ne? Oder drei? Ne, ich glaube drei gerade mal, ne? Ja, drei Eisenbienen habe ich gerade mal am Start. So, gehen wir mal ein bisschen Beton holen. Da brauchen wir sowieso ein bisschen mehr von. Können wir den Kalkstein mal wegmachen. Kohle. Erhältst du noch mal ganz kurz. Eins, zwei. Eins, zwei. So, jetzt will ich nämlich mal ganz kurz nochmal gucken. Bei der Mam. Sorry, mein Fehler. Ja, ich hab's frei. Ich hab's freigeschaltet. Alles gut. Ich hab's freigeschaltet. So, also können wir das dann tatsächlich. Ja, wobei. Pack das mal hier rein, ruhig die Kohle und den Schwefel. Dann können wir vielleicht später daraus nochmal ein paar Obelisken machen, wenn ich noch welche brauche. Genau. So, dann düsen wir jetzt mal kurz einmal zurück. So, witzig, habe ich gerade fast schon angerufen. Ich habe total verschlafen. Ich denke mir so, hey, was soll noch eine halbe Stunde? Ah, gut, jetzt habe ich zumindest auch keinen Stress mehr hier mit der Aufnahme. Das ist schon mal ganz praktisch, weil ich nehme ja momentan immer vor der Arbeit auf, ne? Also ich fange ja meistens immer so um 9 Uhr rum an zu arbeiten. Und das ist jetzt quasi die Folge für, also heute ist Freitag, genau, das ist dann quasi jetzt die Folge für Samstag. Nehmen wir mal quasi einen Tag im Vorfeld auf. Und abends, wenn ich dann immer mal zu Hause bin, werden die Sachen dann einmal kurz gerendert, geschnitten. Nein, geschnitten wird ja eigentlich fast nicht, weil ihr seht da nicht alle vom 1:1. Weil, wenn, sollt ihr auch alles mitkriegen. Sonst finde ich, ist es kein Let's Play, meiner Meinung nach. Ich finde, Let's Play geschnitten, wenn Leute wirklich denken, so, hä, wie hat er das jetzt gemacht, wie hat er das jetzt gemacht, macht vieles kaputt, meiner Meinung nach. Das ist meine Einstellung. Deswegen, also ich gucke mir auch meistens immer nur Uncut-Videos an, die nicht geschnitten sind. Weil ich finde, die machen dann das ganze Building halt kaputt, ne? Meiner Meinung nach. So, guck mal, jetzt können wir sogar schon wieder zwei Stück von den Dingern setzen. Weil wir genug Material haben. Das ist schon mal ganz praktisch. Können wir fast drei wieder setzen. Ah, das mit den Stufen wird auch noch umgebaut. Das gefällt mir auch noch nicht so. Okay, so, zack, Bauplan, ja damit. Zack. Zack. So, jetzt brauchen wir quasi nur noch einmal den, einmal den, einmal den, einmal den. Und auf der anderen Seite müssen wir dann das auch nochmal kurz rausmachen. So, guck, wunderbar. Jetzt fehlen noch zwei Stück. Dann haben wir den ganzen Spaß doch alles erledigt. So. Türtechnisch machen wir dann auf jeden Fall auch hier rein. Genau, das geht hier so. Dann machen wir das hier.
dahin, das hierhin, das dahin, das dahin. Das wird durchgezogen. Das oben wird durchgezogen. Kurz gucken, den brauchen wir. Das wird durchgezogen. Ich weiß nicht, was habe ich hier gemacht? Ich glaube, zwei Fenster rein, ne? Mit denen. So. Und den nach da. Und den nach da. Genau. Das ist okay, das sieht gut aus. Gut. So, machen wir jetzt eben den letzten Rest. Besonders hier noch gerade dunkel, ey, genau. Und dann, wenn man es nicht gebrauchen kann, ne? Upp. Genau, so, das hier sieht schon mal ganz gut aus. Das gefällt mir. Hier haben wir eine schöne Brücke. So, das heißt, wir werden jetzt hier... Was ist denn da? Ah, guck mal. Ich hab was gefunden. Was ist das? Eroberung der Boombox. Ah, cool. Habe ich sogar ein Achievement für gekriegt. Cool. So. Weg da. So, zack. 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 So. 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 Okay. So, jetzt machen wir Folgendes. Ist zwar bescheuert, aber den so und der Rest bleibt so. Na komm. Ja. Okay. Kommen wir natürlich jetzt nicht hoch, ne? Ist klar. Das heißt, wir werden dann aber hier mal eben kurz was runterbauen. So. Ja, jetzt die Frage, wie machen wir das? Wir machen das. Also pauschal würde ich erstmal sagen, hier Door rein. Hier kommt. Warte kurz. Deckel drauf. Sechs, der muss in die Mitte. Falsche Fenster, sorry. Und der muss nach oben, ne? So, jetzt lass uns aber noch mal kurz einmal darüber sprinten. So, weil ich würde jetzt auch vorschlagen, dass wir hier tatsächlich... Ah, ich gehe mal eben nach oben. Das ist einfacher. Das Problem ist,
ne, das sind jetzt genau die 2 Meter, die ich hätte vielleicht tatsächlich gar nicht gebraucht. Ne, dann hätten wir es wieder genau passen, aber. Ja, mein Gott, können es halt nicht ändern. Genau, also brauchen wir aber trotzdem hier das 1 Meter Fundament. Weil wir hier. Mit dem Ding jetzt reingehen. So. Okay. Wie gesagt, das müssen wir später natürlich noch auf MK3 aufbauen, wenn wir da mal irgendwann soweit sind. Aber wir gucken, dass wir es erstmal auf MK2 auf jeden Fall erstmal aufrüsten, denke ich. Das sollte machbar sein. Genau. Ja, ne, hier mal lasse ich es offen. Denke ich erstmal, hier wird es erstmal offen bleiben, denke ich. Genau. So, pass auf, machen wir den hier hin, den da hin. Und den da hin. Dann geht er hier schon mal rein, das ist schon mal gut. Das sieht gut aus. So, jetzt haben wir dann hier vorne 1, 2 und hier geht jetzt restliche Fenster runter, würde ich sagen, ne? So, warte kurz. Ach, scheiße, doch so falsch geworden. Egal, so, 2. Versuchen wir das Ganze nochmal. Er geht hier raus, genau. Er geht hier raus. Er geht hier raus. Wunderbar. Und der geht da raus. Sehr schön. So, dann können wir jetzt ja schon mal so ein bisschen... die Dinge schon mal setzen hier. Warte mal, wie viel haben wir jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Das heißt, hier ist die Mitte. Und können wir das schon mal setzen. So. Gut, jetzt habe ich eh keine verstärkten Eisenplatten mehr. Ich würde jetzt vorschlagen, wir... Ich. So, ich hole mal ganz kurz das schon mal wieder raus. Dann haben wir schon mal wieder ein Stack voll. Das ist schon mal gut. Werde schon mal losdüsen. Mal wieder ein bisschen Beton. Haben wir noch genug. Aber wir brauchen verstärkte Eisenplatten. Dann müssen wir... Ich muss die letzten beiden Dinger noch setzen. Also in erster Linie hole ich jetzt erstmal Material für... Förderband hier, dass wir das jetzt einmal schön durchziehen können. Das mache ich aber, wie gesagt, eben kurz offscreen. Es ist nur Material holen, keine Sorge, sonst absolut nicht. Ja. Okay, also nicht, dass ihr jetzt denkt, der macht hier was ohne mich. Ja, mache ich. Alles gut. Ja, also so ist der Plan. Da müssen wir noch ein Ding jetzt machen. Dann sieht das scheiße aus, glaube ich. Ah, komm schon. Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Nein, also wie gesagt, das mache ich jetzt eben kurz aufscreen, eben Material holen. Und dann können wir den Rest in der nächsten Folge fertig machen. Dann können wir vielleicht nächste Folge mit der Stromverkabelung anfangen. Dass wir dann vielleicht die Geschichte, ja, so langsam aber sicher ans Laufen kriegen. Ich denke, das wäre nicht schlecht, ne?
Weil ich weiß ja nicht, was macht die Mine hier. Wollen wir mal gucken. So, komm schon. Hoch da. Oh, ist das eine Unreine? Okay, 150, 45, 60, auf 250, also auf 250 verdichtet aus Schwefel zu kommen, das wird ja schon sportlich, ne? Weil das scheint ja wohl eine unreine Schwefelader zu sein, glaube ich, ne? Kann das sein? Ja, wo ist eine unreine? Scheiße. Das könnte lustig werden. Aber gut, das kriegen wir auch irgendwie hin. Mit dem MK2 holt denn da schon mal 60 raus. 90, 120, also müssen auf jeden Fall auf den MK3 Miner. Aber wir haben jetzt nur noch eine zweite Schwefelader hier. Das ist einmal die und die andere ist, glaube ich, gar nicht so weit weg. Die ist nämlich hier unten. Aber ist die Frage, ist das eine normale oder ist das eine unreine auch? Auch eine unreine. Wo ist die? Das ist eine normale. Ja, also nur tun wir uns hier unten die zweite Unreine auch noch mit rein. Einzige, wo ich dann das Problem sehe, ist dann später bei der Geschichte, wenn wir Schwarzpulver und so weiter produzieren wollen, dann müssen wir das eventuell woanders machen. Da müssen wir dann aber mal gucken, was wir da veranstalten. Aber gut. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, sehen wir uns erstmal im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde ich mich tierisch drüber freuen. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.